Landrat, Herr Abgeordneter Rabe, lieber Hans-Jörg See und als Vertreter der Stadt, gleich mit herzlichen Dank von unten heraus für die warmen Worte, die Sie da wo zukommen haben lassen, hier vor Ort zwar gut zu hören. Als Vorsitzender des Ettlinger Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt möchte ich Sie als lokaler Vertreter der AWO begrüßen. Die Auswärtigen unter Ihnen werden sich dem Reiz der großen Kreisstadt Ettlingen nicht entziehen können, zumal sie von unseren Problemen mit der Platzierung eines Discounters auf einer ehemaligen Industriefahre oder von Gänsestopfleber auf einer hiesigen Speisekarte kaum garantiert sein werden. Kommen Sie einfach mit viel freier Zeit nach Ettlingen, der bald beginnende Sternlesmarkt wäre eine gute Gelegenheit. Meine Damen und Herren, inzwischen misst sich die Stärke der AWO in einer Gemeinde nicht mehr nur an der Größe des Ortsvereins, sondern auch an der Zahl der unter der Marke AWO betriebenen Einrichtungen. Und da kann sich die AWO in Ettlingen sehen lassen. Herr Haus hat es schon vorgestellt, ich werde es trotzdem nochmal tun. Dazu gehört eben die Kita Wiesenswerke in Neuwiesenleben, das Jugendzentrum Specht und das Seniorenzentrum Franz Kasthaus, alle in Trägerschaft des Kreisverbands Karlsruhe-Land und unsere Kita Regenbogen beim Freibad. Sie leisten einen guten Beitrag zur Kinder- und Jugendhilfe und zur Versorgung der Senioren. Den Einrichtungsleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich hierfür herzlich danken. Die Einrichtungen und der Ortsverein zusammen bieten die Arbeit Ettlingen. In unserem Ortsverein findet das ganz normale Vereinsleben statt, wie es bei der AWO üblich ist. Den ehrenamtlichen Helfern, insbesondere denen, die hier im Saal unterwegs sind, danke ich ebenso wie dem gesamten Ortsvereinsvorstand. Aber ich gestehe, richtig stolz bin ich auf unsere Kita Regenbogen. Es ist nämlich nicht sehr weit verbreitet, dass ehrenamtliche Ortsvereinsvorstände heutzutage Kitas führen. Deshalb will ich die Einrichtung etwas ausführlicher vorstellen. Sie wissen, Roland Herberger hat es schon gesagt, die AWO wurde 1919 als Ausschuss für Arbeiterwohlfahrt gesehen berufen. In Folge schossen AWO-Ortsvereine und AWO-Hilfseinrichtungen in ganz Deutschland aus dem Boden. Nicht so in Ettlingen. Hier dauerte es bis nach Kriegsende 1945, bis Frauen und Männer einen Ortsverein gründeten, um in Not geratenen Menschen, insbesondere Kindern, zu helfen. Die Arbeiterwohlfahrt verstand und versteht sich im Übrigen nach der Wiedergründung als überparteilich und überkonfessionell. Ich will das nochmal erwähnen. Schon bald nach der Vereinsgründung entschieden die Ettlinger AWO-Männer und Frauen, dass ein Kindergarten werden müsse. Einfach so. Es gab schließlich Bedarf, auch im liberalen Ettlinger Bürgertum. Probleme bei der Gründung? Keine. Ein schlichtes, einstöckiges Gebäude auf Erdbaugrund, eine Tante als Erzieherin, unsere Hilfstante Elfriede und viel kostenlose Arbeit der Mitglieder. Das war's schon. Qualitätsmanagement, Fachaufsicht, polizeiliches Führungszeugnis, komplizierte Tarifverträge, Bio-Essen oder Orientierungsrahmen, Hygiene- und Brandschutzvorschriften, das waren für unsere Vorgänger vor 60 Jahren keine Worte. Inzwischen ist unsere Kita in ein neues städtisches Domizil umgezogen, hat jetzt 4 Gruppen, darunter 2 Krippengruppen. Die Kita ist zertifizierter Bewegungskindergarten und das Haus und Haus der kleinen Forscher, Herr Haus hat es vorhin schon erwähnt, und macht alles mit, was heute so modern ist. Die große finanzielle Belastung, die die öffentliche Hand, vor allem die Kommune, beim Ausbau der Kindergärten hat, wird oft unterschätzt. Im Gegenzug dazu, für diese Hilfe sehe ich eine gewisse Verpflichtung unsererseits, gute Arbeit zu leisten und Neues auf den Weg zu bringen. Wir sind Dienstleister und müssen uns mit unserem Angebot an den Bedürfnissen der Eltern und deren Arbeitswelt orientieren. Wenn ich daran denke, dass meine Kinder vor 30 Jahren mittags um 12 Uhr vom Kindergarten abgeholt werden mussten,
Nach heimischem Mittagessen durften wir sie dann noch bis 16 Uhr zurückbringen. Das geht heute kaum noch. Wir haben deshalb zugunsten der Eltern die Schließung der Kita in den Sommerferien abgeschafft und längere Öffnungszeiten eingeführt. Die Kita Regenbogen ist auch einer von nur zwei Kinder Kindergärten, die unter dem Stichwort Kia selbst zu werden geliebt geworden sind. Und so versuchen gute Erzieherinnen praxisnah auszubilden. Auch hier unterstützt uns die Strategie. Trotz aller Neuerungen liegt die Trägerschaft seit der Gründung stets fest in der Hand des ehrenamtlichen Vereinsvorstands, auch wenn der Zeitaufwand, den dieser für die Aufsicht über die Kinder betreiben muss, immer größer wird. Dankbar bin ich dabei für die Hilfe durch den Arbeitsverband und das Bildungsamt der Stadt Ettlingen. Ich nehme hier auch Gelegenheit wahr, mich für die jahrelange Unterstützung der Stadt bei OB Arnold, leider verhindert, Bürgermeister Petro und der Verwaltung zu bedanken. Hans, Sie geben wieder diesen Dank weiter. Mein Dank gilt auch über alle Parteien hinweg den Gemeinderat. Allen Anwesenden danke ich für Ihr Kommen und wünsche uns allen einen erfolgreichen Tag.